Was hat der mir wieder aufsteht? Looten! Komm! Nimm. So. Au! Na toll. Das hast du meine Möglichkeit zerstört. So, zerstört. Wieso lebt denn der denn noch? Ich würde ihr gern zu dir kommen. Nein, das wollte ich gar nicht. Mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, die Probanden... Da kommt irgendwie ein neuer. Was soll ich denn machen? Es ist ja wieder ein neuer. Was soll ich denn machen? Irgendwie muss ich doch... Ach, warte mal. Ja, wow. Das hätte man auch mal sagen können. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie... Was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinmann. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Okay. Was auch immer der damit meint. Moment. So und so. Da. Einfach mal mitten im Geschehen auf was hacken. Das ist ja auch ganz eben so easy. Noch einmal den hier. Den hier. So und so. Erfolgreich. Okay. Okay, da ist eine Kamera. Okay, wir warten mal kurz. Moment, jetzt. Einmal hacken. So. So. Hm.
So, passt perfekt. Ein Safe. Okay. Hacken wir den auch einmal. Verdammt. Was sieht er gerade? Einmal ein rüber. Noch ein rüber. So. So. So und so. So. Das lief schon besser als beim letzten Mal. Was haben wir denn hier noch? Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. Bitte was? Der ist doch nicht mehr sauber. Oh Mann, kann man nur zu psychisch krank sein. Ich verstehe es nicht. So, 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 dann nochmal den hier und den hier. Oh. Bloß mit der hier anfangen, Aphrodite. Sie fällt einfach still. Ich will doch, dass sie schön werden. Aber es gelingt mir nie. Die hier zu fett. Die da zu groß. Jene zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. Was? Hässlich. Hey. Hässlich. Hässlich. Alter. Guck dir dich doch mal an! Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Hey, warte! Machen wir mal den hier. Ich hab auch so ein Ding! Oh, verdammt! Moment! Moment! Ich muss eben... Jetzt stirbt doch halt ich! Meine Güte! Oh! Dr. Steinman besiegt! Wurde auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss Steinmans Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Jo, den hab ich schon. Auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Okay, kleinen Moment. Ich muss hier noch eben alles auseinandernehmen. Oh Mann. Was ein kranker Typ. Okay. Mal gucken, was hier unten noch so ist. Medi-Station. Eigentlich muss ich den ja gar nicht hacken. Warum mache ich das überhaupt? Hier habe ich Spaß dran. Das Hacken ist nämlich so chillig irgendwie. Das ist natürlich, du gehst ins Safe Hacken, weil da musst du nämlich schnell sein.
Ansonsten ist es eigentlich ganz angenehm. Noch ein Safe, wo wir gerade vom Safe geredet haben. Okay, Safe hacken. So. Okay, der Safe ist aber angenehm. Der ist ganz leicht. So, und zack. Was haben wir drin? Vorwärtsgessen. Ich brauche keine. Verdammt. Vielleicht hätte ich die Schwierigkeitsgrad doch einen Ticken höher setzen sollen. Aber naja, gut. Ist jetzt eigentlich auch relativ egal. Das Spiel wird, glaube ich, noch schwer genug. Ist ja noch alles hier am Anfang. Wieder Spicer. Und zwar nicht gerade wenige. Boah, Alter, was ballert mich denn gerade so heftig ab? Stehst du immer noch da oben? Nee, ich glaube, ich... Nein, nein, nein. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Oh. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Na super. Oh. Nein. Daddy. Meine Little Sister, das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. An was? Adam? Oh. Dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, ja, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier, es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Okay. Irgendwie. Okay. Ich guck mich erstmal wieder ein bisschen um. So wie immer. Okay. Mal gucken. Ganz ruhig. Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Placido ausgeben kannst. Allerdings wird diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tenenbaum dir auch für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Ausbeuten oder retten? Leben oder sterben? Natürlich, ganz klar. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Retten wir sie natürlich. Danke. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Okay. Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Was war das denn gerade? Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, dann nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Der hatte gerade irgendwie einen Sprung in der Flasche. Gatherers Garden. Eine Tasche.
Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Okay. Gen-Upgrades kaufen. Zorn, Körperpanzerung, Eve-Link. Gesundheits-Upgrade, Eve-Upgrade. Macht das C wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Ich nehme mal den Eve-Link. Und den Rest, den lasse ich mal so. Okay, dann gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Ach, hier sind wir wieder. Willkommen zurück. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Was? Du kannst Zucker schlecken, aber nur so kommst du an die Little Sisters an und an das Adam, das sie bei sich tragen. Was? Weiter vorne ist noch eine Little Sister. Um das Adam zu ihr zu erhalten, musst du zuerst ihren Big Daddy gewinnen. Unterbrechend. Okay, da bleiben wir mal bei MG. Okay, gegen den Big Daddy. Komm her! Ja. Okay, geht auf, erst auf ihn. Das ist gut. Für mich. Da nach. Komm. Zack. Komm. Stirb. Jawohl, komm. Ein noch. Jawohl. Der ist erledigt. Ein bisschen Geld. Hallo. Doch. Doch. Danke. Danke. Kein Ding. Das war also der erste Big Daddy. Okay. Tschüss. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Okay, dann geh mal. Soll ich dir noch helfen? Oh ne, geht schon so. Tschüss. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Okay. Au! Verdammt. Muss ich jetzt eigentlich nochmal... Ach ja, da. So nicht, Freundchen. Wo ist der? Da ist der. Stirb. Oh. Der hat mich noch getroffen. Kurios. So. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Boah. Kennen uns zwar immer noch nicht, aber ich glaube, ich kann dir soweit erstmal vertrauen. Eine weitere Tauchkugel.
Neptune's Bounty.